Warum? Konnte ich eben die Kategorie nicht ändern. Hi Justin, ich grüße dich. So, schreibe ich mal. Alter, warum schreibe ich denn so schnell und mache so viele Fehler? Soweit ganz gut. Mir geht es eigentlich ganz. Ja, ich kann nicht meckern tatsächlich. Ich habe nur wieder ein bisschen viel Geld ausgegeben. Daniel, Jan kommen mich morgen mal besuchen. Da bin ich mal gespannt, ob der Jan mal wieder so ein bisschen das Heulbaby spielt und sich beschwert. Naja. Gut. So, der Fernseher kommt am Montag und ich habe am Montag Homeoffice angemeldet. Diesbezüglich bin ich ganz glücklich. Lass mich mal überlegen. Das nächste, was ich mir holen könnte. Naja, gut, Ende des Monats, ne? Ah, übrigens, ich habe Ende des Monats 2 Wochen Urlaub. Über den 1. Mai, die Woche beim 1. Mai und die zweite Maiwoche, da habe ich 8 Urlaubstage genommen und habe dann gleich 10 Tage frei. Da können wir ein bisschen zocken. Ja, da könnte ich mir Stellar Blade holen. Dann könnte ich. Ich muss erst mal gucken, wie viel Speicher ich noch frei habe. Könnte knapp werden. Oder wir müssen mal etwas fertig spielen und können es dann runterlöschen. Final Fantasy. Oh. Das könnte ich eigentlich mal runterhauen. Ich weiß nicht, ob ich das noch weiterspielen will. Wir haben es ja durchgespielt. Kann ich ja wieder ziehen, wenn ich einen erweiterten Speicher drin habe. Das müsste ich jetzt auch mal wieder machen. Stimmt, Immortals Fenyx Rising haben wir auch noch. Da kommt das zweite DLC am 24. Boah, 80 GB ist natürlich viel. Aber wir haben genug Platz, das passt schon. Warum speichert das automatisch? Das interessiert mich nicht. Das sind Speicherdaten, ne? Naja, 2 GB wie andere. Okay. Gut. Da müsste ich auch noch mal weitermachen. Warum euch das nicht gefallen hat, weiß ich nicht, aber okay. Und hier am 24. geht's weiter. Mit Final Fantasy 16. Habe ich das Spiel drin? So. Hinaus in die weite Welt. So, wunderbar. Bills Farm.
Sollten wir uns hier nicht ausruhen? Wir brauchen erst ein paar Chocobos. Stimmt, wir müssen hier schon weiter, aber wir müssen erst zu Bills Farm. Ach ja. Muss ich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Unter der Woche zocke ich tatsächlich nicht viel. Obwohl ich es eigentlich müsste, aber vielleicht werde ich auch einfach nur alt. Na komm her, du Lümmel! Das lief besser als gedacht. Aber der Klot könnte mal einen Vita gebrauchen. Unserer Miezekatze und unserer Tifa geht's gut. Bushaltestelle. Oder ist das ein Rastplatz? Bänke an der Schokobo-Haltestelle. Loveless. Brauchen wir nicht. Ich finde es gut, dass man Kissen kaufen muss, um zu rasten. Ja, ich bin bereit. So, dann muss ich hier hoch. Ach ja. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Alter, dieses kleine Bastardvieh hat mir so viele Probleme bereitet. Lecco mio. Wollen wir die platt machen? Natürlich wollen wir das. Alter Schwede. Okay, die Miezekatze macht Aua. Können ja auch mal ein bisschen mit Tifa spielen. Ich kann auch die Charaktere mal ein bisschen wechseln. Also je nachdem, wie ihr möchtet. Dann übernimm. Dann bin ich. Tifa setzt beim Angriff besonders auf ihre Schnelligkeit. Jawohl.
vorbei. Oh, tiefer geht ab. Die laufen aktuell alle ganz gut. So, die Tifa kriegt mal ein bisschen was in den Rachen geschoben. Für die Upskirter unter euch, die Tifa hat noch eine Shorts unten drunter, also es bringt nichts. Die haben an so Perverslinge wie uns gedacht. Achso, stimmt ja. Das ist ja das Schöne am... Das ist ja das Schöne am Stream mit Konsolen. Du kannst ja im Hintergrund alles machen. Habt mich schon gefragt, wann ihr kommt. Ich begrüße euch herzlichst auf meiner Farm. Läuft denn der Wagen wieder? Schnurrte wie ein Kätzchen, kaum dass er fort war. Wollte sich von euch wohl nicht abhängen lassen. So, was gibt's? Ach, ich weiß. Ihr braucht bestimmt Chocobos. Allerdings. Wir wollen mit ihnen die Sümpfe überqueren. Da seid ihr bei mir genau richtig. Früher gab es hier ja mal ein ausgebautes Verkehrsnetz, aber wie ihr wisst, sind diese Zeiten leider vorbei. Doch wir haben das nächstbeste, Chocobos. Für die Sümpfe gibt es nichts Zuverlässigeres. Na, das ist doch super. So, meine Damen. Ratet mal, wie genau die Chocobos quasi über die Sümpfe hinwegschweben. Nun, ja. Dank ihrer Federn treiben sie auf dem Wasser und mit ihren kräftigen Beinen paddeln sie schnell wie der Wind. Mit ihnen kann selbst der Midgard-Soma nicht mithalten. Darauf könnt ihr euch verlassen, liebe Freunde. Na, was ich damit eigentlich sagen will. Zum Überqueren der Sümpfe kommt man an Chocobos nicht vorbei. Das kann ich gar nicht oft genug betonen. Können Sie uns welche leihen? Sicher doch. In dem Stall dort hinten findet ihr meinen Enkel Billy. Der kann euch mehr sagen. Das ist doch super. Alter Mann ist gut. Kann ich mit denen noch interagieren? Oh, die sind ja süß. Ah, oh, so ein Chocobo. Würde ich jetzt auch nicht nein sagen. Wegen dem Schild. Wir brauchen ein paar Chocobos. Ah, da habt ihr Gruftis aber Pech gehabt. Gruftis? Wir haben gerade keinen einzigen Chocobo zum Verleih. Hier stehen doch welche rum. Die können entweder nicht geritten werden oder sie sind reserviert. Aber hey, wenn ihr mich bezahlt, dann kann ich vielleicht was drehen. Bin ja kein Unmensch. Und wie viel? 100.000 Geld. Tut uns leid. So viel Geld haben wir leider wirklich nicht bei uns. In dem Fall hätte ich eine Info für euch. Für schlappe 1.000 Geld. Ich nehme euch doch nur auf den Arm. Für eine hübsche Dame in Nöten ist umsonst. Also, dieser kleine Gammler. Der hat. Inzwischen ist er sicher schon ganz wild. Wenn ihr den wieder einfangen könnt, dann überlasse ich ihn euch. Wirklich? Sein Name ist Pico. Er ist ein ziemlicher Dickkopf. Ich hätte eigentlich wissen sollen, dass er abhauen würde. Irgendwie erinnerst du mich an ihn. Sucht am besten nach seinen Fußspuren. Wenn ihr die findet, kann Pico nicht weit sein. Wilde Chocobos können ziemlich scheu sein. Wenn ihr euch unbemerkt heranschleicht, solltet ihr ihn aber problemlos einfangen können. Oh, fuck. Okay, vielen Dank. Und eine letzte Sache noch. Die Infos waren umsonst.
Aber dafür müsst ihr was bei uns im Laden kaufen. Er wird von meiner Schwester geführt. Sie zeigt euch alles. Das ist ein guter Familienbetrieb. Gar nicht schlecht, Kleiner. Wenn ihr unseren kleinen Ausreißer habt, kommt ruhig nochmal hier vorbei. Dann gebe ich euch Tipps zum Reiten und zur Pflege. Oh, zur Pflege. Können uns richtig um die Viecher kümmern. Könnt ihr auch einfach was mitnehmen? Ich glaube, der hat Druck. Alter, die Katze. Ich entschuldige mich für meinen Bruder. Er hat nichts als Geld im Kopf. Er macht nur seinen Job. Wir verstehen das. Die Kleine ist ja knuffig. Ja, das stimmt. Aber es ist schlimmer geworden, seit Mama und Papa nicht mehr da sind. Oh nein. Sagt mal, kommt ihr aus Midgar? Genau, aus den Slums dort. Dann kennt ihr Chocobo Sam? Kennen würde ich nicht sagen. Wir hatten mal mit ihm zu tun. Ich glaube, der hat Druck. Wisst ihr, wo er jetzt ist? Vermutlich in den Slums von Sektor 6. Auf dem Walba. Versuchst du, ihn zu finden? Vielleicht. Ich weiß nicht genau. Er ist schuld daran, dass Mama und Papa nicht mehr da sind. Chloe, das geht unsere Kunden nichts an. Ich dachte doch nur... Behaltet die Sache bitte für euch. Sam ist eine wichtige Größe in der Chocobo-Branche. Wenn wir Gerüchte über ihn verbreiten, macht er uns kalt. Keine Sorge, unsere Lippen sind versiegelt. Können wir nicht einfach schlachten? Ah, ihr wollt Pico einfangen, oder? Versucht ihm das hier zu geben. Oh, die Chloe ist lieb. Pico liebt dieses Gemüse über alles. Vielleicht erinnert es ihn an uns und er kommt zurück. Gut, dann mache ich mich mal wieder an die Arbeit. Mein Bruder hat zwar gesagt, dass ihr unbedingt etwas kaufen müsst, aber tut das wirklich nur, wenn euch etwas gefällt. Oh. Das hätte ich fast vergessen. Ich tausche auch Goldfedern gegen Chocobo-Ausrüstung um. Wenn ihr welche habt, bringt sie also gerne her. Okay. Magisches Pulver. Entgiftung. Wie viel Geld haben wir denn? Ja, kaufen wir mal. Scheint selten zu sein. Dann viel Glück mit Pico. Alles klar. Die Tiefe räumt erstmal alles ab. Na gut, dann suchen wir mal diesen Piepmatz. Ach, die Chloe war doch auch ganz knuffig. Haltet Ausschau nach seinen Fußspuren. Nach seinen Fußspuren. Hier lang. Wer denkt bei den Chocobos auch sofort an Grillhähnchen oder Hähnchenschenkel? Bitte die Hand heben. Ich. Kann ich die nicht sammeln? Sind das nicht goldene Federn? Oh, Barrett. Leise jetzt. Ein Jäger muss sich seiner Beute so unauffällig wie möglich nähern. Jäger? Ich dachte, wir freunden uns mit ihm an. Er stimmt. Kommt auf den Teller. Nähere dich Pico, ohne dass er die anderen Chocobos sich bemerken. Falls sie argwöhnisch werden, kannst du dich mit einer Ausweichrolle schnell aus dem Staub machen.
habe das Gefühl, dass ich gleich noch mal warten sollte. Oh, komm schon. Ich würde es gerne wiederholen. Ich habe doch wiederholen gedrückt. Das ist doch scheiße. Ah, ich muss es gedrückt lassen. Was? Das ist doch gecheatet. Alter. Jetzt voll in den Sack treten. Gut so. Zwei Goldfedern. Oh, das ist ja cool. Also, sieh aus wie ein Chicken und dann kannst du ganz entspannt. Was ist? Was will er? Ich glaube, da kriegst du zwei Mädels. Immer noch Hunger. Tut mir leid, wir haben nichts mehr. Aber daheim auf der Farm, da gibt's Futter. Oh. Er scheint tatsächlich zurück zu wollen. Ihm nach! Was zum Geier ist das für eine Musik? Ach ja. Haben die da gerade einen Soundtrack gemacht? Mit den Chocobo-Rufen? Oh mein Gott. Da ist er ja. Hattest wohl Heimweh, was? Geht's dir jetzt besser? Ist interessant, den HDMI-Splitter, den ihr auf der bei Discord seht, den habe ich mir nur fürs Streaming gekauft. Sieht gut aus. Besser als zuvor, muss ich sagen. Können wir los? Pico ist ziemlich hungrig und hat deswegen schlechte Laune. Wenn er erstmal gefressen hat, beruhigt er sich aber schnell wieder. Dann sollte es gehen. Guter Junge. Ich bereite alles für euch vor. Wartet doch so lange draußen.
Ich würde aber tatsächlich gerne noch mal gucken, was ich bekommen kann von seiner Schwester. Vielen lieben Dank, dass ihr Pico zurückgebracht habt. Ach, die Chloe. Ich möchte die knuffen. Shinra auf Lager Goldfedern. Reitvogel, Kyras. Wenn du die Ausrüstung deines Chocobos wechseln möchtest, kannst du das in der Chocobox dort tun. Okay, das ist cool. Achso, okay. Ah, dich kenne ich doch. Ja. Ich bin es. Chadley. Ja, ich dachte, das wäre Justin. Du hast mich doch nicht vergessen, oder? Na klar, hab ich dich vergessen, du Lappen. Nein, natürlich kenne ich Chadley. Ausgezeichnet. Der mir mit den Beschwörungen geholfen hat. Für all die Kampfberichte. Das hat mir sehr geholfen. Das ist doch schön. Dank dir konnte ich unterschiedlichste Materie synthetisieren. Ich registriere ein Gefühl der Verwirrung. Du fragst dich, was ich hier will. Ich bin ein von Professor Hojo erschaffener Cyborg. Okay, ist doch kein Justin. Zu lesen ist ein Kinderspiel für mich. Aha. Ich habe mir ein Beispiel an euch genommen und Midgar verlassen. Denn ich habe beschlossen, die Welt zu sehen. Cloud, in dieser Sache habe ich auch gleich eine kleine Bitte an dich. Na dann. Du willst mehr Kampfdaten, oder? Was denn immer? Nicht wie immer. Ich bin beeindruckt. Doch, zuerst müssen wir die Funktürme aktivieren. Sie wurden einstmals von der Republik Junon errichtet, doch dann von Shinra beschlagnahmt. Genutzt hat Shinra die Türme allerdings nie. Daher will ich sie mir nun schnappen. Je mehr dieser Türme wieder in Betrieb sind, desto leistungsfähiger werde ich. Und desto mehr Gebiete kann ich erfassen. Ich könnte ein Kommunikationsnetzwerk außerhalb von Shinras Reichweite errichten. Hilfst du mir? Es hätte auch für dich sicher große Vorteile. Ja, können wir machen. Frag die Mädels nicht, die wollen es sowieso. Ich sehe, was ich tun kann. Ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. Lass uns gleich anfangen. Sieh mal, dort drüben ist schon der erste Funkturm. Hiermit kannst du ihn einschalten. Das sieht sehr komisch Komm aus. Schon. Ich zeige dir, wie es funktioniert. Das sieht aus wie eine Waffe, also einfach Abzug drücken. Ja, okay, das geht eigentlich. Ich dachte, da müssen wir jetzt hochklettern oder so und die werden größer, aber... Aktivierung bestätigt. Gut, beginne mit der Analyse der Graslande. Ich Kampfaufträge in den Graslanden hinzugefügt. Kreaturen ab. Ah, okay. Auf Grundlage der Daten habe ich neue Aufträge für dich entwickelt. Oh, das wird so ein Ding, wo wir ganz viele Nebenquests aufrüsten können. Weltberichte. Das ist toll. Speist Informationen aus der gesamten Welt in seine Datenbank ein und entwickelt auf Grundlage ihrer Auswertung unter anderem neue Materialprogramme für die Kampfsimulator, indem du deine Mission erfüllst und den Analysefortschritt in den einzelnen Regionen vorantreibst. Neue Erfahrungsaufträge erhältst du, wenn du ein Funkturm aktivierst. Sobald du einen entdeckst, kletterst du am besten direkt hinauf. Ich möchte dich bitten, auf deiner Reise eine Reihe von Aufgaben zu erfüllen, Cloud. Auf Grundlage der so gewonnenen Daten wird es mir möglich sein, neue Materia zu entwickeln.
Du wärst also so etwas wie mein Forschungspartner. Hast du noch irgendwelche Fragen, die du mir stellen möchtest? Die Funktürme wurden von der Republik Junon errichtet. Das Ziel war es, das Wissen der Menschen über den Planeten zu erweitern. Die Türme sammeln Daten zu Energieströmen, was uns Aufschluss über Orte von wissenschaftlichem Interesse gibt. Oft kann man dort seltene Reliquien oder Naturphänomene finden. Solltest du auf einen Funkturm stoßen, aktiviere ihn daher bitte. Ach so, Ungeheuer werden von den Türmen angezogen wie Motten vom Licht. Sei also vorsichtig. Hast du irgendwelche Fragen zu den Weltberichten? Ich verstehe. Dank einer speziellen Brille kannst du nun von überall Kämpfe im virtuellen Raum bestreiten. Ein Kampfsimulator für unterwegs. Ich habe dafür ein von Shinra eingesetztes Trainingsmodul nach meinen Vorstellungen modifiziert. Ich füttere den Simulator mit Daten aus deinen Kämpfen, sodass er immer auf dem allerneuesten Stand ist. Geplant ist außerdem noch eine Analyse regionaler Mythen. Auf diese Weise gedenke ich, Esper zu simulieren. Bei einer Esper aus den Graslanden ist mir das sogar schon gelungen. Und zwar dem legendären Titan. Seine Simulation kannst du bereits ausprobieren. Oh. Fordere ihn doch mal heraus. Hast du irgendwelche Fragen zu den Weltberichten? Das werden wir gleich mal machen. Wir werden sie aufs Maul kriegen. Welche Aufgabe möchtest du besprechen? An einigen Orten durchbricht der Lebensstrom die Oberfläche und bildet Lebensquellen. Ja. Die Menge an Mako, die dort fließt, ist gering. Deshalb sind diese Orte für Shinra nicht von Interesse. Aber für uns sind sie ein Geschenk des Planeten. Die Untersuchung dieser Lebensquellen eröffnet uns nämlich wertvolles Wissen. Hast du noch mehr Fragen zu den Aufgaben? Ich beantworte sie gerne. Hast du irgendwelche Fragen zu den Weltberichten? Ich würde sagen, das passt. Gut, dann lass uns keine weitere Zeit verlieren. Durch die Aktivierung des Turms habe ich bereits einige Informationen über die Graslande erhalten. Diese Daten kann ich nun zur Entwicklung einer Materia verwenden. Und du darfst wählen, welche. Also dann, ich wünsche dir viel Spaß auf deiner Reise. Ich werde dich natürlich nach Kräften unterstützen. Sag Bescheid, wenn du meine Hilfe brauchst. Kampfsimulator, ja, würde ich tatsächlich gerne mal machen. Ich konnte Titan, den mythischen Koloss der Graslande, erfolgreich im Kampfsimulator reproduzieren. Bitte hilf mir dabei, die Kampfdaten zu sammeln, damit wir die Beschwörermateria erzeugen können. Google Glasses 3.0. Schwierigkeit. Bei erfolgreichem Abschluss eines Esper-Kampfs im Kampf erhältst du die Beschwörermaterie. Durch die Analyse von Esper-Kristallen kannst du schwächere... Ah, okay. Probieren wir es mal mit den drei. Ich habe keine Ahnung. Übertreib!
Alter. Das kannst du vergessen. Warum sagt er mir, dass ich das machen soll, wenn ich sowieso im Arsch bin? Das kannst du vergessen. Hey, Chrissy Boy, grüß dich. Wie geht's, wie steht's? Das kann ich vergessen. Bei voller Stärke kannst du den nicht besiegen. Aus jeder Niederlage kann Danke man dir. Ziehen. Falls ich dir mit irgendwas behilflich sein kann, oh, Chat, fick dich. Ach, willst du es nicht gleich mal ausprobieren? Du kriegst voll aufs Maul. Gutes Timing. Nico ist gesattelt und gestriegelt. Hier, bitte. Mit dieser Pfeife. Lassen sich Chocobos rufen. Gibt es hier jemanden, der noch nie geritten ist? Ja, ich! In dem Fall sollten wir erst auf unserer Übungsstrecke trainieren. Ich führe euch hin. Machst du Sonntag Kindwurm-Event? Warte. Mir fehlt so ein bisschen So, wo ist jetzt die Übungsstrecke? Achso. Mir fehlt irgendwo so ein kleiner Aufplopper. Wo ich zum Beispiel Dingsbums machen kann. Wo die Quests angezeigt werden. Ach, Chocobo Billy. Wir unsere Chocobos für die Rennen topfit. Was für Rennen? Die Chocobo-Rennen, die im Gold Saucer veranstaltet werden. Farmen aus aller Welt nehmen daran teil. Und ihr seid auch mit dabei? Seit meine Eltern uns verlassen haben, nicht mehr. Aber das wird sich schon bald ändern. Ich habe dann nämlich noch eine Rechnung mit jemandem offen. Naja, aber noch ist es nicht so weit. Zunächst müsst ihr lernen, nicht aus dem Sattel zu purzeln. Also, schnappt euch einen Chocobo und meldet euch dann bei mir. So weit, so gut. Dann dreh doch gleich mal eine Runde. Dein Können im Sattel kannst du in Zeitrennen bei Galopp das Chocobo auf die Probe stellen, okay? R2 galoppieren, Kreis springen. Okay. Probieren wir es mal. No, hätte ich mir ja gleich denken können. Okay, das ist cool. Thank you.
Okay, das macht Spaß. Ist aber nicht so geil. Naja, nicht jeder wurde im Sattel geboren. Mit etwas Übung wird das schon noch. Ja, ich bin ja auch verlaufen. Vielen Dank für deine Hilfe. Oh, da fällt mir ein, ihr seid doch knapp bei Kasse, oder? In Calm könnt ihr euch sicher noch etwas hinzuverdienen. Da Shinra sich verzogen hat, kann man wieder gefahrlos hin. Schaut doch mal vorbei. Ach ja, könntet ihr vielleicht vorher noch mit meiner Schwester sprechen? Irgendwas beschäftigt sie ziemlich, aber sie will mir nicht sagen, was es ist. Seit Mama weg ist, ist sie immer so niedergeschlagen. Sie hat sie sehr geliebt. Oh. Willst du deine Dienste anbieten? Dafür ist keine Zeit. Wer reist, braucht aber Geld. Hm. Ach komm, wer alles kann, packt doch gern mit an. Ach ja. Manche Anekdoten versteht man halt tatsächlich nur, wenn man es versteht. Also wenn man den ersten Teil Final Fantasy 7 gespielt hat. Weil der Cloud wird ja Alleskönner genannt, weil er sich halt in den Slums von Sektor 7 um alles gekümmert hat. Weiß nicht, ob das so schlau ist, wenn wir dieses Spiel jetzt schon spielen. Crisis Core mal gespielt, aber 7 müssen wir eigentlich noch fertig spielen. Klang so, als könntest du Hilfe gebrauchen. Ach so? Hat er das mein Bruder erzählt? Ich möchte ein paar Blümchen pflücken, aber wegen der vielen Ungeheuer ist das zu gefährlich. Als Blumenliebhaberin kann ich deinen Kummer nur allzu gut verstehen. Ich brauche die Blumen, um so etwas zu basteln. So einen hat Mama oft für uns angefertigt. Darum wollte ich das auch mal versuchen. Aber bei so vielen Ungeheuern traue ich mich nicht zur Blumenwiese. Sag mal, wäre es okay für dich, wenn wir sie pflücken gehen? Na klar. Okay, das wird jetzt mir langsam ein bisschen zu blöd. Die hat uns das nicht umsonst gesagt. Das würdet ihr für mich tun? Die Blumen blühen auf einem Hügel, von dem aus man Midgar sehen kann. Es ist etwas weit von hier, aber auf einem Chocobo kommt man schnell hin. Vielen, vielen Dank. Auf einem Chocobo kommt man schnell hin, ja, das war's klar. Auf einem Hügel, wo man Midgar sehen kann. Durch die Sümpfe. Ich nehme mal einen Äther. So, ich kann jetzt auf dem die kriegen alle auch so ein Ding. Okay, das ist gut. Okay. Wir müssen in diese Richtung. Die Frage ist, wie laufen wir denn am besten durch? Das ist aber weit. Naja, die Karte ist nicht so geil.
Ist aber schon weit, das muss man lassen. Ob die uns angreifen? Was meint ihr? Werden sie nicht. Woher weißt du das so genau? Aus meiner Grundausbildung. Jeder Soldat muss sowas wissen. Wildtiere greifen nur zur Jagd an oder um sich zu verteidigen. Ungeheuer hingegen attackieren ihr Gegenüber vollkommen grundlos. Wenn sie angreifen, ist der Grund egal. Wie dem auch sei, meine Nase verrät mir ihre Absichten schon von Weitem. Die hier greifen nicht an. Ja, ein Wildtier dabei zu haben, ist nicht schlecht. Also die Karte ist irgendwie für weite Reisen nicht so geil. Die Straße hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Die wurde damals von der Republik errichtet und ist seit deren Fall nicht mehr instand gesetzt worden. Tja, und Shinra repariert nur, was Shinra selbst auch braucht. Ich habe gehört, dass hier früher Busse gefahren sein sollen. Die sind zusammen mit der Republik verschwunden. Wenn immer wieder freundliche Tiere folge den kleinen Helfern. Shinra schuld, dass wir den ganzen Weg zu Fuß gehen müssen, ja? Also, ich hab Spaß. Das ist wie ein Ausflug, findet ihr nicht? Kommt drauf an, wie man's sieht. Die Frage ist, wie kann ich wieder... Wo führst du uns hin, kleiner Mann? Chocobo-Haltestelle. Gibt eine Goldfeder. Oh, kann ich ihn streicheln? Eines Tages kommst du zu KFC und wirst du Chicken McNuggets verarbeitet. Entschuldigung. Gockel, Gockel, Gockel. Sieht für mich, als wär's da irgendwas, aber schwierig zu sagen. Schon wieder so ein kleiner Zwerg. Ah, ja. Na, machen wir doch. Haben wir doch gleich mal wieder was gemacht. Nichts gefunden. Cool, was haben wir jetzt gefunden? Supertrank. Da liegt der Hase im Pfeffer. Verstehe.
Lass mich raten, wir können bestimmt den ganzen Weg zurück. Oh, komm schon, Cloud. So. Warte mal. Synthese. So, Tifa, die kriegt Autospezialfähigkeiten. So, nächste Stufe 10. Aber ich habe doch noch irgendwelche Levelpunkte, oder nicht? Hier. Hä? Ich kann mich nicht... Ich kann keine... dass ich keine Statuspunkte verteilen kann, ist... fragwürdig. Au! Sagen, die kleine Tat. So viele Blumen, die ich nicht kenne. Ach, Aerith. Da fällt die Wahl ja richtig schwer. Mach du mal. Ach, Cloud, jetzt sei doch nicht immer so. Keine Angst, ich helfe dir. Du willst doch nur sagen... Denk daran, wie wir Blumen für den Helmchenhof ausgesucht haben. Wir brauchen rote und gelbe. Wie hübsch! Und so zart. Perfekt.
perfekt für einen Blumenkranz. Warum ist sie tiefer da hinten? Ah, jeder hat einen. Es soll ein Kranz werden, also ein paar mehr werden wir noch brauchen. Ja, wir nehmen noch ein paar weiße dazu und rote. Oh, wie das duftet. Hast du dich von ihrem Geruch anlocken lassen? Blau passt nicht ganz so zu Gelb. Du machst das toll, Cloud. Weiter so. Blümchen pflücken. Welche leidenschaftliche Farbe. Ich wusste gar nicht, dass du so ein Romantiker bist, Cloud. Diese Antwort hat sehr lange gedauert. Ich weiß nicht, ich habe seit fast einem Jahr nicht mehr wirklich Pokémon Go gespielt. Ja, ich auch nicht. Schön, das dürfte genügen. Bringen wir sie zu Chloe. Jupp. Super. Oh, zum Glück geht Schnellreise. Ich meine, wir könnten es natürlich auch ohne Schnellreise spielen. So ein bisschen realistisch. Aber ich glaube, das Spiel wird sowieso schon lange genug. Können ja alles abräumen. Oh, so viele? Ihr seid klasse. Gern geschehen. Ob meine Blumenkränze auch so hübsch wie die von Mama werden? Ich helfe dir. Ich habe nämlich viel Erfahrung als Floristin. Das bekommen wir schon hin. Du wirst sehen. Wirklich? Natürlich. Gemeinsam schaffen wir das. Nicht wahr, Cloud? Klar. Fast so, als hätte Mama ihn gemacht. Und doch ist es dein Kranz. Stimmt. Jetzt kann ich das auch. Muss ich mal gucken, Blub. Ich habe eigentlich ein bisschen mit Saubermachen und so einem Kram zu tun. Nicht so schön hinbekommen. Man darf nie vorschnell aufgeben. Hörst du? Also dementsprechend, ja. Nanu, gibt es ein Problem? Oh, Billy. Hier, für dich. Hast du den gemacht, Chloe? Ja. Vielen Dank. Was meint ihr? Jetzt sieht er schon perfekt. Fast lieblich aus. Ja. Ach, Chocobo Billy. Perfekt. Ja, morgen kriege ich aber Besuch. Wenn der Jan vorbeikommt und hier wahrscheinlich pennt, dann wird sowieso hier aussehen wie Sau. Das macht er doch immer so. Fangversuch. So, lass mich mal gucken, was haben wir hier für Aufträge? Gar keine. Durch die Sümpfe. Denn das hier eigentlich da hinten? Richtung Nordwesten. Wollen wir schon mit der Story weitermachen oder wollen wir hier vielleicht noch ein paar Aufträge machen?
Graf, du holde Magd, säuber die Räumlichkeiten für deinen eloquenten Gast. Das hat doch damit nichts zu tun. Es ist doch sauber. Ich habe doch davon gesprochen, dass der sich hier benimmt wie Sau. Und ich danach sauber machen, nochmal sauber machen kann. Wenn er am Sonntag erst geht, dann werde ich am Samstag. Macht es für mich keinen Sinn, am Samstag sauber zu machen. Diese beiden haben echt Druck. Ich verlange eine Erklärung. Leute, bleibt ruhig nah, endlich. Die Monteure. Oder auch nicht. Verzeihung. Reparieren kann ich das Ding nicht. Aber zerdeppern kann, wenn es sein soll. Schlechte Scherze kann ich jetzt nicht gebrauchen. Wir stecken hier in großer Not. Ach ja, was ist denn passiert? Die Makro-Leitung nach Köln scheint undicht zu sein. Hab so eine Alleskönnerin drauf angesetzt, die das notdürftig reparieren will. Hätte aber lieber, dass sich das nochmal jemand vom Fach ansieht. Und auf den warte ich hier gerade. Eine Alleskönnerin? Genau. In den Slums von Midgar soll sie sich ziemlich verdient gemacht haben. Na, die würde ich ja gerne mal treffen. Kein Problem. Ich gerne sagen, wo sie ist. Könntet ihr mir im Gegenzug vielleicht einen kleinen Gefallen tun und ihr etwas ausrichten? Es geht um eine ganz gewöhnliche Makro-Leitung. Diese riesigen Röhren, über die das Makro von Midgar in die umliegenden Städte gelangt. Aber mit unserer stimmt etwas nicht. Die befördert nichts mehr her. Ich glaube, wir haben das Leck gesehen. Was im Tank, aber das wird nicht ewig halten. Jeden Tag überprüfe ich den Makrostand und frage mich, wie lange das noch gut geht. Sicher nicht angenehm. Aber irgendwann werden wir sowieso ohne dieses Zeug auskommen müssen. Du bist aber wirklich zu Späßen aufgelegt, was? Unser eigener Monteur traf leider bei seinem letzten Rundgang auf ein paar Ungeheuer und liegt jetzt im Krankenhaus. Au. Hab Shinra schon gebeten, Vertretung zu schicken, aber da hat man momentan ja auch genug um die Ohren. Das glaube ich. Ihr könnt euch also sicher vorstellen, wie erleichtert ich war, als diese Alleskönnerin hier aufgekreuzt ist. Jop. Oh, wie freundlich von euch. Ich bin übrigens Fritz Bellinger, der Bürgermeister von Köln. Die Alleskönnerin sollte in der Werkstatt vor den Stadttoren herumwerkeln. Sagt ihr doch bitte, sie soll mir bei Gelegenheit einmal melden, wie sie so vorankommt. Leute, bleibt ruhig! Seid doch vernünftig! Es soll noch andere Alleskönner in den Slums gegeben haben. Das höre ich aber zum Ersten.